Willkommen zu einem neuen Beitrag und heute geht es um den Mythos von Healed Jack. Es gibt so einige Gestalten, um die sich im Laufe der Jahre ein Mythos gebildet hat. Manche dieser Gestalten sind einfach nur erfunden und manche dieser Gestalten sollen dann wirklich gesehen worden sein und eine Zeit lang ihr Unwesen getrieben haben. Die Geschichte von Healed Jack, die ist dabei etwas anders, denn Healed Jack ist polizeilich erfasst worden. Das heißt, es gab eine Untersuchung in diesem Fall. Ebenso gab es zahlreiche Augenzeugenberichte, die durch die Polizei aufgenommen wurden. Aber ähnlich wie bei Jack the Ripper, der ja in etwa in derselben Zeit unterwegs war, wurde Healed Jack nie gefasst. Aber dieser Healed Jack, der war dann doch etwas anders als Jack the Ripper, denn Healed Jack, der hatte Fähigkeiten, die ihn wirklich außergewöhnlich machten. Und noch etwas Besonderes gibt es bei Healed Jack. Sein letzter Angriff und seine letzte Sichtung, die stammen aus dem Jahre 1996. Was also ist dran an diesem Healed Jack? Und um das herauszufinden, da müssen wir uns erst einmal in das viktorianische England begeben. Ich denke, jeder hat schon einmal einen Film gesehen, der im viktorianischen England spielte und diese spielen ja meist dazu noch in London und so kann man sich in etwa vorstellen, wie die damalige Zeit war. Die Armut zu dieser Zeit, die war sehr groß und die unteren Schichten, die lebten praktisch von der Hand im Mund. Die Straßen waren schmutzig und staubig und es waren viele Krankheiten im Umlauf. Und nachts, wenn der Nebel aufzog, dann herrschte in diesen Slums eine unheimliche Stimmung und es trieben sich allerlei finstere Gestalten in den engen Gassen umher. Mord, Vergewaltigung und Raub waren allgegenwärtig. Doch eines Tages, da tauchte eine Gestalt auf, die die ganze Stadt in Angst und Schrecken versetzte. Die Rede ist von Healed Jack und so, wie auf diesem Bild, so soll er in etwa ausgesehen haben. Aber nicht nur so. Healed Jack hatte offensichtlich verschiedene Gestalten, mit denen er auftrat, aber eines hatten alle diese Gestalten gemeinsam. Offensichtlich war Healed Jack in der Lage, Hindernisse von bis zu 3 Metern Höhe aus dem Stand heraus zu überspringen. Und das nicht nur bei einer einzelnen Gelegenheit, sondern dies wurde mehrfach beobachtet und von Zeugen so ausgesagt. Und das nicht nur von fragwürdigen Zeugen, die vielleicht etwas getrunken hatten oder aus anderen Gründen unglaubwürdig waren, sondern auch von Polizisten, die Healed Jack verfolgt hatten. Hier seht ihr einmal so eine zeitgenössische Zeichnung, die aus einer Zeitung stammt, in der über Healed Jack berichtet wurde. Und die zeigt ja, wie er über eine sehr hohe Mauer oder ein sehr hohes Tor springt, aber sein Äußeres entspricht dann mehr dem eines Teufels. Und so gibt es weitere verschiedene Berichte darüber, in welcher Form er in Erscheinung getreten sein soll, so wie rechts auf dem Bild mehr so dämonisch oder wie links als Teufel oder auch als ganz normaler englischer Gentleman gekleidet. Und es soll auch ein Foto geben, das ich euch jetzt einmal zeige. Und das soll Healed Jack zeigen, der sich dort ja schwebend in der Luft befindet. Wobei ich mich natürlich nicht für die Echtheit dieses Bildes verbürgen würde. Aber es soll so sein, dass dies der einzige Fotobeweis von Healed Jack sein soll. Aber was hat er denn überhaupt gemacht, dieser Healed Jack, dass London so in Furcht versetzt war? Springhill Jack, der hat Leute angegriffen und Frauen belästigt und das auf ziemlich dreiste Weise. Und das erste Mal wurde von ihm im Jahre 1837 berichtet. Und in diesem Jahr begann dann die Serie seiner Übergriffe und die zog sich bis in das Jahr 1904 zunächst. Der Volksmund, der gab ihm verschiedene Namen von Healed Jack bis Springhealed Jack, also so Fersenfußjack oder Sprungfersenfußjack, all das waren so seine Namen. Und er trieb nicht nur in London sein Unwesen, sondern auch in Sheffield und in Liverpool und später dann auch in den Midlands, das ist so, ja, wie der Name schon sagt, der Mittelteil Englands, der zentrale Teil, da um Birmingham
herum wurde er dann des Öfteren aktiv. Seine Opfer, die beschrieben ihn als angsteinflößende Erscheinung mit einer menschlichen Gestalt, aber mit Krallen an den Händen und hervortretenden, rot leuchtenden Augen. Insgesamt wurde er als dämonisch oder teuflisch beschrieben. Immer wieder gaben Zeugen an, dass er unter seiner Kleidung einen Helm trug, auch unter dem Hut, wenn er als Gentleman auftrat. Dazu wäre seine Bekleidung unter einem Mantel oder sonstigem, was er so als Oberbekleidung trug, wie Ölzeug, also glänzend schwarz gewesen. Genauso oft wurde seine Kleidung aber eben auch als weiß beschrieben. Ihm wurde eine äußerst große, sportliche Erscheinung von den Zeugen attestiert und natürlich, egal wie er nun gekleidet war, seine enormen athletischen Fähigkeiten, indem er diese Riesensprünge vollführte. Zwei Zeugen gaben an, dass er sogar in Englisch gesprochen hätte, wenn auch mit einer ungewöhnlich tiefen Stimme. Die erste offizielle Sichtung, die wurde von einem Geschäftsmann im Jahre 1837 gegeben, der spät nachts von einem Termin zurückkehrte, und dort beobachtete er eine Person, die mit Leichtigkeit über eine hohe Mauer sprang und direkt vor ihm landete. Es kam zwar zu keinem Angriff, aber trotzdem fuhr dem Geschäftsmann der Schrecken durch Mark und Bein, denn die Person beschrieb er als groß, kräftig und mit einem teuflischen Gesicht. Wenige Tage nach diesem Vorfall, da kam es dann zu den ersten Handgreiflichkeiten durch Hild Jack. Er überfiel eine kleine Gruppe, die nachts auf dem Heimweg war. Er versuchte, einer Frau habhaft zu werden, die sich aber losreißen konnte, weil ihr Mantel riss. Eine weitere Frau war das Barmädchen Polly Adams und die stolperte, während die anderen flüchteten, und ihrer wurde er dann habhaft. Die anderen meldeten den Vorfall der Polizei, doch das Mädchen war zunächst verschwunden. Erst Stunden später wurde es an genau der Stelle, an der die Gruppe angegriffen worden war, wiedergefunden. Das Mädchen berichtete, dass Hild Jack ihr die Bluse vom Leib gerissen hätte und ihre nackte Brust betatscht hätte, und mit seinen Krallen hatte er ihr am Körper tiefe Wunden zugefügt. Und so wurde sie von der Polizei auch vorgefunden, mit zerrissener Kleidung, blutverschmiert und völlig verstört. Nur einen Monat später, da überfiel er ein junges Mädchen namens Mary Stevens, und diese beschrieb, dass sich ihr Hild Jack mit großen Sprüngen näherte. Er wäre sehr schnell bei ihr gewesen und hätte sie an einem Arm gepackt und hätte angefangen, ihr Gesicht zu küssen, während er mit der anderen Hand damit begann, ihr die Kleidung auszuziehen. Die Klauen, mit denen er das Mädchen berührte, die wurden von diesem kalt wie die Finger von Toten beschrieben. Und das Mädchen fing vor lauter Panik natürlich an zu schreien. Hild Jack ließ von ihr ab und flüchtete mit großen Sprüngen, wie das Mädchen dann abermals beschrieb. Nur einen Tag später, nicht weit entfernt von der Wohnung des Mädchens, da trat Hild Jack erneut in Erscheinung. Und da tat er etwas, was zukünftig zu so etwas wie seinem Markenzeichen wurde. Er sprang einer sich in voller Fahrt befindlichen Pferdekutsche in den Weg, wodurch der Kutscher die Zügel nach hinten riss, die Pferde sich aufbäumten und die Kutsche umfiel. Der Kutscher wurde schwer verletzt. Hild Jack sah sich das Ergebnis seines Wirkens kurz an, und dann sprang er laut Zeugenberichten laut lachend über eine ca. 2,75 Meter hohe Mauer aus dem Stand heraus und flüchtete. Eine solche Aktion, wie mit dieser Kutsche, die machte er danach des Öfteren, und oft wurde beschrieben, dass die Pferde ganz von alleine in Panik gerieten bei seinem bloßen Anblick. Sie hätten sich aufgebäumt mit weit aufgerissenen Augen und versucht zu entkommen, und gelegentlich rissen sie sich von der Kutsche los, und einmal wurde ein Kutscher von den Tieren zu Tode geschliffen. Aber auch so kam es bei diesen Aktionen immer wieder zu Schwerverletzten oder zu Toten. Und Hild Jack, dem schien das Ganze sehr viel Spaß zu machen. Oft schallte danach sein teuflisches Lachen durch die Gassen, wie es Zeugen beschrieben. Nur einen Tag nach seinem ersten Angriff auf eine Kutsche,
Da überfiel, hielt Jack wieder eine Frau. Und auch diese berührte er unsittlich und versuchte ihr die Kleider vom Leib zu reißen, aber heraneilende Zeugen verscheuchten ihn. Und dann wurde die Polizei zum Tatort gerufen. Und dort stellte die Polizei das erste Mal Spuren von Hield Jack sicher. Es wurden Fußabdrücke gefunden und diese Fußabdrücke, die waren 7,5 cm tief. Und das deutete nach Meinung der Polizei darauf hin, dass dort jemand aus großer Höhe auf seinen Füßen gelandet sein musste. Aber noch etwas wurde festgestellt. In den Fußspuren wurden noch die Spuren einer Feder gefunden, so die Aussage der Polizei. Sie ging davon aus, dass der Täter irgendetwas unter seinen Schuhen oder eine Apparatur an seinen Beinen tragen musste. Allerdings wurde diese Spur dann nie weiter verfolgt. Die Übergriffe von Hield Jack, die wurden immer zahlreicher und immer heftiger und so wurde eine öffentliche Sitzung abgehalten. Diese fand im Manson House statt und das ist der Sitz des Lord Majors of London gewesen. Das war also eine höchst offizielle Sitzung des Stadtrates, so kann man sagen. Und in dieser Sitzung, da wurden stapelweise Briefe präsentiert von Leuten, die eine Begegnung mit Hield Jack hatten, vor allem junge Frauen, die er belästigte. Und das eben nicht nur aus London, sondern aus fast allen umliegenden Orten der Stadt. Und daraus ergab sich nun das Bild, dass Hield Jack jeden Tag an den verschiedensten Orten in Erscheinung trat und die verschiedensten Straftaten beging. Und das nicht nur einmal, sondern mehrmals am Tag. Und immer wieder wurde von seiner enormen Sprungfähigkeit berichtet, mit der er aus dem Stand heraus hohe Hindernisse überwinden konnte. Nur einen Tag später berichtete die London Times über diese Geschichte und damit war Hield Jack im ganzen Land bekannt. Und natürlich griffen auch andere Zeitschriften dieses Thema auf und damals gab es keine Fotos in den Zeitungen, damals gab es zeitgenössische Zeichnungen und da hatten die Zeichner dann mehr oder minder freie Hand und so wurden die Darstellungen von Hield Jack immer abenteuerlicher. Mal hatte er die Gestalt eines Geistes, dann eine Art Werwolf, dann wieder war er sozusagen der Leibhaftige in Person. Das alles änderte aber nichts an der Tatsache, dass Hield Jack weiter sein Unwesen trieb. Ein bedeutender Überfall und ein gut dokumentierter Überfall, den machte Hield Jack auf ein Mädchen namens Lucy Scales. Diese war auf dem Heimweg von ihrem Bruder, den sie besucht hatte, und kurz vor dem Haus, in dem sie wohnte, wurde sie plötzlich von einer Gestalt angegriffen, die ihr aus dem Mund heraus eine Flamme ins Gesicht blies. Doch diese Flamme verbrannte nicht ihr Gesicht, sondern verursachte schwere Krämpfe bei ihr, die über Stunden anhielten. Mehrere Augenzeugen berichteten dann übereinstimmend, dass Hield Jack dann aus dem Stand heraus vom Boden auf das Dach des Hauses gesprungen sei und floh. Nur wenige Tage nach diesem Vorfall, da klopfte es an eine Tür und als der Diener des Hauses die Tür öffnete, da stand dort eine schwarz gekleidete Gestalt. Sie hatte die Kapuze ihres Umhangs tief in ihr Gesicht gezogen und verlangte mit tiefer Stimme nach dem Herrn des Hauses. Gerade als der Diener sich herumdrehen wollte, um seinen Herrn zu holen, da fielen ihm unter der Kapuze die rot glühenden Augen der Gestalt auf. Der Diener geriet in Panik und fing laut an zu schreien, wodurch andere Dienerschaft des Hauses alarmiert wurde und zur Tür rannte. Die schwarze Gestalt ergriff die Flucht. Doch während sie das tat, da entdeckte der Diener ein Indiz, was später noch wichtig werden würde. Er gab bei der Polizei an, dass er in dem Moment, als die Gestalt sich herumdrehte, um zu flüchten, ein Stück eines Hemdes erkennen konnte, auf dem ein goldenes Symbol gestickt war, nämlich ein W. Für die Polizei war klar, dass dies das Wappen eines Adligen war. Nach diesem Vorfall, da herrschte erst einmal Ruhe, Hield Jack, trat nicht mehr in Erscheinung.
Das ging eine ganze Zeit lang gut, doch irgendwann, da kam er dann wieder. Und das sehr auffällig und mit sehr vielen Zeugen. Denn Hailed Jack überfiel eine Kaserne. Der wachhabende Soldat, der sah von seinem Wachturm aus eine Gestalt, die sich mit großen Sprüngen über einem Weg der Kaserne näherte. Doch mit einem Mal, da verlor er diese Gestalt aus den Augen, und als er sich herumdrehte, stand sie plötzlich hinter ihm und schlug ihn mit seinen Fäusten ins Gesicht, und auch dieser Wachmann beschrieb seine Hände kalt wie von Toten. Der Wachmann schrie, und die Soldaten, die sich in der Kaserne befanden, beziehungsweise auf dem Innenhof Freizeit hatten, die stürmten alle hin zu diesem Wachmann und entdeckten dort Hailed Jack. Und dann beschrieben sie der Polizei folgendes Szenario. Hailed Jack sprang aus dem Stand heraus über eine große Gruppe Soldaten hinweg und landete hinter ihnen. Und das Ganze mit einem teuflischen Lachen. Einige der bewaffneten Soldaten innerhalb der Kaserne, die legten an und gaben Schüsse auf Hailed Jack ab, der davon anscheinend völlig unbeeindruckt blieb und davon hüpfte. Es gibt noch eine Menge mehr an Vorfällen mit Hailed Jack, aber das alles zu erzählen, dann würde das Ganze hier ein wirklich sehr langes Video werden. Aber die Frage ist ja auch nicht uninteressant, wer oder was war Hailed Jack eigentlich? Über Hailed Jack sind verschiedene Sachbücher geschrieben worden, also Autoren haben in dieser Sache geforscht. Und in diesen Büchern, da findet man dann auch Fotos und Belege von den Zeitschriften, die in dieser Zeit erschienen sind, die über Hailed Jack berichtet haben. Dort kann man erfahren, was in den Polizeiberichten steht, etc., etc. Und diese Dinge liegen anscheinend vor. Also diese Sache, Hailed Jack, scheint so stattgefunden zu haben. Und ein tatsächlich vorhandener historischer Beleg ist die Mitschrift dieser Ratssitzung, von der ich im Film erzählt habe. Die hat halt stattgefunden, und dort wurden Mengen von Berichten über die Aktivitäten von Hailed Jack vorgelegt, und es wurde beraten, was man gegen ihn tun kann. Im Laufe der Jahre, da wurden die verschiedensten Theorien aufgestellt, wer Hailed Jack denn nun gewesen sein könnte, aber auch die damalige Polizei, die hatte schon einen Verdacht. Und es gibt einen Brief, in dem der Bürgermeister, der damalige von London, erklärt, dass Hailed Jack eigentlich Hailed Jacks ist, also mehrere, und dass man davon ausgeht, dass es sich dabei um eine Gruppe von Adligen handeln würde, die sich einen Spaß daraus machen würden, die einheimische Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen, und die würden dabei auch nicht vor sexuellen Übergriffen oder Mord zurückschrecken, und es wären Haftbefehle raus und die würden dann jetzt alle verhaftet. Zu diesen Verhaftungen ist es aber nie gekommen. Als Hauptverdächtiger, da galt Henry, Marquis of Waterford. Und wenn man über diesen Typen liest, da merkt man sofort, das war ein richtig mieser Hund. Der Gute, der wusste nämlich gar nicht wohin mit seinem Geld, und um ihn herum herrschte halt Armut, und er machte sich einen Spaß daraus, die arme Bevölkerung gegen Bezahlung zu erniedrigen. Er suchte sich die Ärmsten der Armen und bezahlte sie zum Beispiel dafür, dass er sie nackt wie Hunde an der Leine führen durfte. Und zwar dort, wo sie lebten, damit es auch ja jeder sah. Und die hungernden Leute, die haben das getan, schon alleine deshalb, weil sie davon Nahrung für ihre Familie kaufen konnten. Also über den gibt es so einiges zu erzählen, und ich glaube, ich werde mich dem mal in einem extra Video widmen. Tatsache ist aber, dass er dazu neigte, extreme Scherze zu machen, auch in seiner gleichgestellten Gesellschaft. Und deshalb fiel der Verdacht der Polizei auf ihn, dass er Hailed Jack sein könnte. Aber es gab keine Beweise gegen ihn. Es gab nur den Verdacht. Und bei all den Theorien, die ich jetzt noch kurz erklären werde, da muss man sich eines immer klar machen. Hailed Jack konnte laut Zeugenaussagen aus dem Stand heraus auf ein Haus springen, zum Beispiel.
Das waren ja mehrere Zeugen, die das angegeben und gesehen haben. Und die Frage ist, selbst wenn es nur ein einstöckiges Haus ist oder lasst es einfach mal so hoch sein wie eine einfache Autogarage, wie kann jemand aus dem Stand heraus dort hinaufspringen? Nun kann man sagen, ja, der hatte bestimmt irgendwelche Federn oder eine Apparatur angebracht, die ihm diese Sprungkraft verlieh. Aber mal ganz im Ernst, wenn es eine Apparatur heute geben würde, mit der man sich so schnell bewegen könnte wie Heeled Jack, mit der man aus dem Stand heraus große Hindernisse überspringen könnte, ich glaube, jede Armee der Welt hätte das. Und alleine die Freizeitindustrie, die hätte mit Sicherheit so etwas. Es gibt zwar so gebogene Aufsätze für die Füße, womit man dann sehr schnell laufen kann und womit man auch wirklich springen und hüpfen kann, aber über eine Garage zum Beispiel kommt man damit auch nicht oder auf das Dach eines Hauses. Also muss man sich fragen, was war das für eine Technik, die Heeled Jack dann da benutzt hat? Einmal müssen wir noch zu diesem Marquis zurückkehren, denn Tatsache ist, dass weder die Polizei noch die Presse noch der Stadtrat Heeled Jack für ein übernatürliches Wesen hielt, sondern man ging übereinstimmend davon aus, dass es sich dabei um einen Scherzbold handelte mit einem sehr makaberen Sinn für Humor. Und wie gesagt, der Hauptverdächtige war dieser Marquis. Es gibt aber, wie gesagt, keinen Beleg dafür, dass er wirklich Heeled Jack war. Das Einzige, was ihn mit diesen Sachen in Verbindung bringt, das ist dieses Emblem, was der Bedienstete unter seiner Kleidung gesehen hat, das W wie Waterford. Allerdings gingen diese Angriffe von Heeled Jack auch weiter, nachdem sich der Marquis nachweislich in Irland niedergelassen, dort geheiratet und dann ein normales, anständiges Leben führte. Bis dahin war er allerdings für seine derben Scherze und seinen Frauenhass bekannt. Dass Heeled Jack aber trotzdem weiter aktiv war, das wurde so argumentiert, dass es sicherlich eine Menge Nachahmer gab, die anstelle des Marquis dann die Rolle des Heeled Jack übernommen hätten. Ja, es gab sogar die Vermutung, dass Heeled Jack in Wirklichkeit ein Känguru sei und dass die Besitzer des Kängurus das Känguru eben in verschiedene Kostüme gesteckt hätten. Eine weitere Theorie, die besagt, dass es sich bei Heeled Jack einfach nur um einen Geisteskranken gehandelt hätte, der auf den Dächern der Stadt herumgetänzelt sei und vielleicht den einen oder anderen Bewohner angegriffen hätte. Und die Sichtungen von Heeled Jack, die wurden dann so beschrieben, dass es zu einer Art Massenhysterie gekommen sein könnte und es ist so eine Art Kreislauf entstanden. Das heißt, die Sichtungen wurden geschildert, die Presse nahm sie auf, Heeled Jack wurde von Zeichnung zu Zeichnung immer dämonischer und das hat sich dann in die Köpfe der Menschen gebrannt und immer wenn Heeled Jack dann aufgetaucht ist, wurde sein Aussehen immer teuflischer und unmenschlicher beschrieben. Das Ganze war nach dieser Theorie dann eben nichts als eine überzogene Darstellung aufgrund einer Massenhysterie. Soweit waren das die kriminalistischen oder wissenschaftlichen Ansätze. Es gibt aber noch die Theorie, dass Heeled Jack ein Außerirdischer war, der auf dem Planeten, also auf unserem Planeten, gestrandet ist. Und auf dem Planeten, wo er ursprünglich herkäme, da würde eine wesentlich höhere Gravitation herrschen und dadurch wäre er imstande, hier auf der Erde solche Sprünge zu vollziehen. Ebenso gibt es eine Theorie, dass Heeled Jack ein Wesen aus einer anderen Dimension gewesen ist, das einen Dimensionsübertritt zu uns herüber geschafft hat, aus irgendwelchen Gründen. Andere sind wiederum der Meinung, dass es sich bei Heeled Jack um einen Dämon gehandelt hat, aufgrund der leuchtend roten Augen und seiner Fähigkeiten sehen sie das als bewiesen an. Als Argument für die eher, ich sag einmal, paranormalen Erklärungen, wer Heeled Jack sein könnte, wird immer wieder genannt, dass es noch keinem Menschen gelungen ist, eine Apparatur zu entwickeln, mit der Menschen solche Sprünge vollziehen können. Es gab im Ersten Weltkrieg bei verschiedenen Armeen Versuche, solche Apparaturen zu entwickeln. Das Ganze hatte aber verheerende Folgen, gebrochene Beine, ja sogar Tote. Und die Forschungen daran, die wurden dann eingestellt. Und bis heute gibt es eine solche Apparatur eben nicht.
Aber es gibt ja auch noch dieses Ereignis aus dem Jahre 1996 und da wurden in London zwei junge Frauen von einer Person überfallen, die mit großen Sprüngen auf sie zuhüpfte, sie unsittlich berührte und dann angeblich aus dem Stand heraus wieder auf ein Hausdach gesprungen war und verschwand. Und die Polizei, die fand später sowohl Spuren auf dem Asphalt wie auch auf dem Hausdach, die darauf hinwiesen, dass dort eine Person, ja, gegangen oder gelaufen ist. Wenn diese Geschichte stimmt, dann wäre das letzte Auftreten von Heels Jack bis heute gewesen. Oder halt ein Nachahmer, aber der müsste dann halt auch diese Technik kennen, die Heels Jack benutzt hat, um solche Sprünge zu machen. Sieht man von dieser Geschichte einmal ab, dann ist die Frage, was ist aus Heels Jack denn letztendlich geworden? Man weiß es nicht, er tauchte nicht mehr auf, aber zumindest ist aus ihm eine Comicfigur geworden. Denn nachdem Heels Jack verschwunden war, erschien eine Comicreihe, die hieß Heels Jack – The Terror of London. Und darin wurde Heel Jack dann als Dämon mit Flügeln und allen möglichen, ja, Aussehensvarianten dargestellt. Und die war mittelmäßig erfolgreich, diese Serie. Ich glaube, die Leute hatten genug von dem, was dann letztendlich dort wirklich passiert sein soll oder könnte. Tja, meine lieben Canalis, ereignet hat sich diese Geschichte wohl. Aber was war es in Wirklichkeit? Haben wir es da mit einer Massenpanik zu tun gehabt und es wurden Dinge gesehen, die eigentlich gar nicht da waren, aufgrund von Angst und Schrecken und Panik? Oder war hier Jack ein Adliger, der eine geniale Erfindung gemacht hat, mit der er halt diese gigantischen Sprünge vollziehen konnte? War er ein Außerirdischer, ein Dämon, jemand aus einer anderen Dimension? Es gibt eine Menge Erklärungen dafür, was Heels Jack gewesen sein könnte. Ich bin da im Moment auch noch völlig ratlos. Diese Ereignisse haben wohl stattgefunden, dafür gibt es nun einmal genug Belege, und zwar auch offizielle Belege, die Ratssitzung und so weiter. Im Ansatz ist das Ganze zumindest wohl keine Erfindung oder ein Schauermärchen, aber was es denn letztendlich gewesen sein könnte, ich habe nicht die leiseste Ahnung. Was denkt ihr? Wenn euch dieses Video oder zumindest die Geschichte über Heel Jack gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch, das würde mich freuen. Und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, alles Gute für euch.